Ja, Glück auf, liebe Aktienfreunde. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Was gibt es Neues? So, ich habe so in dieser vor- und nachösterlichen Zeit ordentlich an meinem Depot geschraubt, habe relativ viel neues, frisches Geld ins Depot geschoben, also bestimmt so 20%, und habe auch ein paar Veränderungen gemacht. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht heute drüber reden. Sie seien nur am Rande erwähnt hier. Die KKP-Aktie bis dato der größte Posten in meinem Portfolio ist, habe ich in drei Teile zerschnitten und nachdem ich mir die Kursverläufe dann nochmal ein bisschen angeguckt habe, habe ich zwei von den drei Teilen dann verkauft. Habe jetzt also nur noch statt ungefähr 15% habe ich jetzt so, ja, 4,3, also so ein Drittel ist noch übrig. Durch die neue Investitionen ist der Anteil von letzten Monat vielleicht 17% sowieso jetzt auf 14 oder so geschrumpft gewesen oder 13. Davon halte ich jetzt noch ein Drittel. Viele andere Aktien habe ich dann auch teilweise etwas dazu gekauft, angepasst, erhöht. Und es sind auch einige neue reingekommen, als da in sind schon extra behandelt in Videos die TPVG hier. Da habe ich schon extra Video drüber gemacht. Und wo ist die SCM? Sie versteckt sich. Da die SCM, da habe ich auch schon extra Video drüber gemacht. Stellus Capital Management und Triple Point Venture Growth. Aber es sind noch ein paar andere dazu gekommen. Fangen wir mal mit dem ETF an. Also ich habe hier den Xtrackers Select Dividend 100 ETF gekauft. Das ist, da sind wir jetzt hier nicht richtig. Gibt es eine schöne Wikipedia-Seite auch darüber. Also der Stoxx Global Select Dividend 100 ist ein Aktienindex der deutschen Börse, der 100 dividendenstarke Aktien aus USA, Nordamerika, also Asien und Europa im Verhältnis 40-30-30 heraussucht und das relativ bunt über, also es sind auch nicht nur die einfach die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite, sondern es sind eben auch Aktien, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Gibt es seit 1999, wenn ich das hier so richtig sehe, genau, da wurde der Index berechnet und es gibt in Europa derzeit zwei Werte, die den Index abbilden. Das ist einmal ein iShare, der den physisch abbildet und bei der DWS, also über Xtrackers, das sind ja die ETFs der DWS, sprich der Deutschen Bank. DWS ist ja eine Do Deutsche Bank-Tochter, die Fondsgesellschaft eigentlich der Deutschen Bank, die jetzt aber auch über Xtrackers im ETF-Markt sehr engagiert sind, so würde ich das mal sagen, seit ein paar Jahren. Und die haben seit 2007 diesen Stoxx-Index nachgebildet und haben da eben einen ETF aufgelegt, in den ich jetzt eingestiegen bin. Und das macht jetzt bei mir, gut, ich will es jetzt mal nicht mit absoluten Zahlen sagen, mal gut 5% meines Portfolios aus. Der hatte im letzten Jahr wegen einer verzögerten Ausschüttung eine relativ hohe Dividende, aber allgemein hat er eine Dividendenrendite so 5 bis 6%. Und wenn man dann guckt, was für Werte da drin sind, dann hat man wirklich einmal Around the World, also hier Rio Tinto, England und Australien, die kenne ich, SITC Holding in Hongkong kenne ich nicht, Mitsui aus Japan, Japan Tobacco, ist so einer der großen Tabakgiganten auf der Welt. Bayerische Motorenwerke, wer kennt sie hier nicht in Deutschland? Die französischen Banken BNP Paribas, Crédit Agricole und hier Mercedes sind hier auch vertreten. Und hier unten habe ich dann zufällig gesehen, dass auch meine Aktie von der Nova Scotia Bank hier drin ist. Hier sind auch die anderen kanadischen Banken, Toronto, die habe ich mir auch gerade angeguckt gehabt. Toronto Dominion Bank ist hier vertreten und auch die Royal Bank of Canada, also das sind alle kanadischen Banken, die ja auch meistens so 5% Dividendenrendite haben, die sind auch hier vertreten.
National Bank of Canada, also das ist Evonik und so, sind schon Lionel Basel, die habe ich ja auch als Einzelaktie, die ist auch nochmal drin. Ja, so einmal around the world, durch diese 40-30-30-Verteilung sind sowohl die asiatischen wie auch die europäischen und amerikanischen Aktien hier gut vertreten. Und da eben die größeren Firmen, die dividendenstark sind, so viel mehr will ich da jetzt gar nicht zu sagen. Ist ein Experiment, ich gucke es mir mal an. Ich habe dann drei ETFs, den Emerging Market Dividend ETF, nicht gerade der kursverlaufstärkste ETF, diesen Xtrackers Select Dividend und dann die amerikanischen Partnerschaften im Öl- und Gastransportbereich, hauptsächlich hier MLDP, aber auch in der Öl- und Gas Gewinnung und Raffinerie. Das sind aber eben ausschließlich diese Partnerships, die hier drin gelistet sind. Vielleicht noch erwähnenswert, ich hatte ein extra Video gemacht über gestern, so war das sogar, über Triton International. Das war ja so ein Containerverleihunternehmen, die jetzt aufgekauft werden durch eine Partnership. Und die Aktie ist jetzt schon rausgeflogen. Die habe ich dann mit 10 Euro Gewinn mal 30 Stück, die ich hatte, 300 Euro. Das habe ich jetzt mal so mitgenommen. Und damit ist die Sache mit Triton für mich dann auch beendet. Hier gibt es noch ein paar Neuheiten. Und zwar kann man vielleicht mal schauen hier auf Global Medical. Da werde ich aber mit Sicherheit nochmal auch ein Analysevideo machen. Deshalb jetzt hier mal nur ein kurzer Einblick. GMRE, das ist eigentlich, wenn man so will, hier der kleine Bruder von Medical Properties. Ich habe bei Medical Properties jetzt 1600 Anteile. Das macht hier so 6% meines Depots aus. Habe nochmal zugekauft. Aber ich, auch wenn das immer sehr reizvoll ist, weil es einem immer billig erscheint, habe mich dann gezwungen, eben zum einen in Alexandria zu investieren. Auch ein REIT, auch im Bereich Medizintechnologie, also so ein bisschen, ja, liegt ja hier auch benachbart zu Medical Properties, so ein bisschen benachbart. Und eine weitere Investition hier in Global Medical. Alexandria habe ich dann nach meiner Analyse, weil mir die Zahlen auch so gut gefallen haben, gleich mal aufgestockt, verdoppelt. Und das ist jetzt so mit 4% schon mittleres Gewicht hier in meinem Portfolio. Global Medical habe ich mal so eine 2% Position. Das ist dann auch schon ein bisschen gesettelt, aber noch nicht noch nicht aufstiegsbereit in die erste Garde sozusagen. So sehe ich das dann. Ja, hat hier bei Seeking Alpha ein Strong Buy von den Seeking Alpha Leuten an der Wall Street immerhin bei. Die Quant-Analysen, also das sind ja so Computeranalysen, die sind hier eher auf Hold gerichtet. Hat einen guten 9% Yield, sprich die Dividende macht hier 9% vom Kurs aus. Ja, das ist für mich 8 und 8, 9% ist für mich ja schon ein Top-Dividendenwert, den man hier kriegen kann. Die Kurse sind dadurch, dass die REITs alle im Moment abgestraft sind, sind hier auch seit Anfang 22 runtergegangen. Man hätte es auch noch mal billiger kaufen können, hier für 7 Euro, 7 Dollar irgendwas. Jetzt ist es halt bei 9 Dollar irgendwas, aber ja, dann war der Dividenden-Yield natürlich noch höher, als es hier bei 8,35 Dollar, 85 stand oder hier bei 7,32 Dollar. Da hatte man dann bestimmt schon einen Dividenden-Yield von 11 oder 12%. Und da lässt dann auch schon wieder Medical Properties grüßen. Was machen die? Also die sind flink, zäh und diszipliniert. Wer will das nicht sein? Die investieren halt auch in Gebäude. Deswegen ist es ein REIT im Gesundheitsbereich. Und man muss sagen, es ist ungefähr ein Zwanzigstel, also 5% der Innergröße oder vielleicht, ja, kann man das so sagen, 5% der Größe von Medical Properties. Die haben also 189 Gebäude, 400 Miet. Verträge und 29 Mitarbeiter. Wenn man mal so eine Vorstellung davon hat. Ja, für die Gebäudeverwaltung, das
sind auch häufig Triple-Net-Verträge. Das heißt, der Nutzer muss sich auch komplett ums Gebäude kümmern und zahlt einfach nur eine Finanzierungsrate hier an den REIT. Die haben jetzt nicht diese riesen Krankenhäuser, sondern die Medical Properties hat, sondern das sind kleinere Gebäude, Tageskliniken. Ja, in den Abbildungen haben sie manchmal die größeren drin, aber es sind eben auch wirklich kleinere Einheiten, die denen gehören. Man sieht das auch, das sind keine achtstöckigen Krankenhausgebäude, sondern kleinere Sachen, in denen dann teilweise drei Ärzte sind, die sich ein Gebäude teilen und drei Mietverträge dann sozusagen haben. Weit verteilt über Nordamerika, natürlich gibt es ein paar Schwerpunkte, wo viele Leute sind nicht so sehr hier im Westen, sind also mehr im Osten hier zu finden und auch nicht in Alaska und sind auch nicht internationalisiert so stark wie Medical Properties hat ja mittlerweile schon ein Viertel, würde ich mal jetzt so aus der Erinnerung sagen, im Ausland, aus der Sicht der Amerikaner. Wir werden aber hier nochmal die Bilanzen ein bisschen näher angucken. Ja, mir geht es jetzt hier eigentlich auch mehr darum, was sind das so für Gebäude, in die ich da investiert habe, sozusagen. Hier geht es ein bisschen, wie viel Mieter gibt es in 266 bei 189 Gebäuden. Das heißt, es gibt auch manche Mieter, die in verschiedenen Gebäuden gemietet haben. Irgendwelche kleineren Ketten sozusagen von Zahnärzten oder solche Dinge vielleicht. Hier 35% sind Non-Profit-Healthcare-Organisationen und dann gibt es eben hier zwei verschiedene Mietertypen noch. Und hier sieht man das auch, was ich schon gesagt habe. Es gibt hier Triple Net, also die, wo man komplett die Verantwortung fürs Gebäude auf den Mieter abschiebt. Der muss sich um Reparaturen kümmern, der muss die Steuern zahlen und so weiter und so weiter. Und dann gibt es aber auch die etwas schwächere Stufe, was hier Absolute Net heißt, wenn ich das richtig verstehe. Und nicht so häufig gibt es hier Mietverträge, wo sich das also durchaus anders als bei Alexandria Ried, wo sich der Ried selber um das Gebäude kümmert. Ne? Bei Alexandria ist das durchaus anders. Die haben viele Verträge, wo die Mieter sagen, wir wollen mit dem Gebäude nichts zu tun haben, wir wollen hier nur die Räume haben und du musst alles machen. Dafür bezahlen wir auch einen Zuschlag. Das ist hier also durchaus nicht so. Und ja, Tageskliniken, Surgical, Hospitäler und eine schöne Verteilung eigentlich über Nordamerika hinweg mit Schwerpunkt im Osten, so würde ich das jetzt mal sagen. In die Zahlen gucken wir jetzt noch nicht groß hinein, aber es ist alles jetzt nicht so ganz anders als bei Medical Properties, nur viel, viel kleiner eben. Ja. Viel mehr will ich da jetzt auch gar nicht zu sagen. Das soll jetzt hier. Dann machen wir nochmal ein extra Video, wo man die Zahlen mal sich anschaut und vielleicht dann auch mal guckt, wie vergleicht sich das mit Medical Properties. Das ist schon interessant. TPVG hatten wir schon besprochen. Dann habe ich noch so zwei wirklich crazy Sachen. Hier im Depot mit 1%. Aber ja, andere sind der Investment Fuchs oder der. Und ich bin dann der Mad Investor, so kann ich mich auch mal nennen. Aber mich interessiert es dann auch mal wirklich, verrückte Sachen hier auszuprobieren und zu gucken, wie gefällt mir das und was passiert da so. Warum sage ich das jetzt, dass die verrückt sind? Also es gibt hier, wenn man sich mit diesem Quant-Rating beschäftigt bei Seeking Alpha, das ist ja ein computergestütztes Modell, was alle Informationsflüsse, alle Zahlenflüsse, die zu einer Aktie gehören, analysiert und einordnet und versucht in ein Computermodell zu pressen und daraus einen Quantwert zu ermitteln. Und ich kann dann diese Quantwerte natürlich, da kann ich jetzt dran glauben oder nicht, auch egal. Ich kann die dann in eine Reihenfolge bringen und dann habe ich ja auch Firmen, die ganz oben in diesem Quantmodell stehen und am besten in dem Quantmodell mit einer fast, hier war stand vor ein paar Tagen noch eine 5,0, mit 4,99 steht dieses Unternehmen, was Tanker betreibt. Es ist eine PLC, also es ist steuerlich in den USA keine Aktie, sondern eine Partnerschaft. Das kann also dazu führen, dass ich beim Exit höhere Steuern bezahlen muss. Aber das, wie gesagt,
1% Position schaue ich mir jetzt mal an. Das ist also von allen Quantfirmen hier der Spitzenreiter gewesen, hat aus Strongbase hier aus der Wall Street und ein Buy von Seeking Alpha. Ja, jedenfalls habe ich da jetzt mal ein paar Aktien von gekauft, um mich da mal im Öltankergeschäft jetzt hier fortzubilden und eine Meinung dazu zu entwickeln. Und selbst wenn ich da mal ein bisschen mehr Steuern bezahlen muss beim Exit oder auch die Dividenden sind auch relativ hoch, dann nehme ich das jetzt so mal hin. Also das ist schon ein bisschen eine crazy Aktie, bitte nicht nachmachen. Das habe ich jetzt wirklich mal gemacht, um hier für mich selber auch Erkenntnisse zu gewinnen. Und so wie ich da was Verwertbares auch habe, wo ich sagen kann, okay, da kann ich drüber erzählen, dann tue ich das auch mal. Ja, und dann habe ich noch einen geschlossenen Fonds hier von BlackRock gekauft, der im Gesundheitswesen ist. Diese Fonds werden für Pensionäre in den USA aufgelegt. Da gibt es also eine ganze Reihe davon. Das sind keine ETFs, sondern ich klicke den mal an hier, sondern eine ETF, der legt ja immer, gibt ja immer neue Anteilsscheine raus oder sammelt die auch ein, wenn die an der Börse im Überhang oder im, wenn es davon zu wenige gibt. Der BMEZ hier als geschlossener Trust, der gibt am Anfang eine bestimmte Anzahl von Anteilsscheinen raus, kauft dann damit seine Assets und der hat eben das Thema hier Health Science, also Gesundheits Science, vor allen Dingen auch im Bereich der Biotechnologie und da auch im Bereich von Firmen, die nicht an der Börse nur gelistet sind, ein Teil ist an der Börse gelistet, ein Teil nicht. Und darin investiert der Fonds seine Mittel und der schüttet einfach eine feste Rate aus, der zahlt also hier eine feste Dividende, die im Moment bei dem Kurs dieser Aktien bei 10% liegt. Der Kurs selber ist seit der Herausgabe ein bisschen abgesackt. Wenn ich ja hier gucke, liegt er jetzt ein bisschen tiefer. Und das ist aber für mich jetzt nicht schlimm, weil ich bin ja nicht ganz am Anfang eingestiegen, sondern jetzt hier. Die Dividende im Moment beträgt 0,145 Dollar, also 14,5 Dollar Cent, aber nicht pro ja, und auch nicht pro Quartal, sondern pro Monat. Also kriegt man auch eine Monatsdividende ausbezahlt. BlackRock selber hat eine ganze Reihe, also 6, 7 von diesen geschlossenen Fonds zu verschiedenen Themen. Ja, mich hat jetzt hier dieses Gesundheitsthema, insbesondere die Investition in kleinere Unternehmen hier interessiert. Hier gucken wir mal bei BlackRock selber. Und das auch mal ins Deutsche übersetzen. Ja, übersetzt das mal. Also dieser BMEZ will Erträge generieren aus laufenden Gewinnen, Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen und daraus bezahlt er dann seine Dividende und engagiert sich eben in Gesundheitswissenschaften, da steht ja drin. Und er benutzt auch seine Anteile durch Verkauf von, also Verleih von Aktien ist das ja teilweise, um damit noch extra Rendite zu generieren. So, wir können mal gucken, also da kennt man nicht sehr viele der Unternehmen hier, die größten Unternehmen, in die er investiert ist. Das sind alles Firmen aus dem Gesundheitsbereich, die aber nicht börsengelistet sind. Das sind also durchaus kleinere Unternehmen, in die er hier engagiert ist. Und das ist auch nicht nur in den USA, das Schwerpunkt USA. Ja, Biotechnologie ist in Deutschland unterentwickelt. Aber die schauen schon einmal so über die Welt rum, wo es da interessante Dinge gibt. Hier, das sind die zwei Chinesen hier, oder drei sogar, die sich hier um die Fondsverwaltung kümmern. Ich gucke gerade mal, 180 verschiedene Investitionen haben die jetzt im Moment im Fonds. BlackRock selber zieht dann 1,25% Verwaltungsgebühr ab. Und 1,3% ist die Gesamtkostenquote, die hier auf dem Fonds anfällt. Ja, muss man halt mal wissen. Und das ist also wirklich mit dem deutschen Fonds auch zu vergleichen. Aber ich fand es jetzt mal interessant und spannend. Und da
Das ist auch einer der Gründe, warum ich hier bei bei diesem Select Dividend Stocks nicht den iShare genommen hätte. Dann hätte ich hier BlackRock, hier BlackRock und hier BlackRock. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich hier den Xtrecker genommen. Auch wenn der über diese Swap-Konstruktion nicht, soll man ja eigentlich nicht machen, aber bei DWS und Deutsche Bank, ja, okay, finde ich das Risiko überschaubar. Und hier BlackRock, das ist hier unten auch eine 1% Position. Da gucke ich mal, wie das so funktioniert mit den Ausschüttungen und Kursentwicklungen und so. Und dann, das kann man immer noch mal dazu kaufen. Das ist also, wie gesagt, sehe ich hier alles so ein bisschen als experimentelle Positionen, die ich hier habe. Dazu alles, was so unter 2% liegt, TPVG, SCM, diese Partnership Torm, Lincoln, da habe ich noch gar nicht in die Zahlen geguckt, denn Versicherungsgesellschaft, ich habe glaube ich noch nichts dazu gekauft. Das sind so, ist so meine Gruppe von Aktien, wo ich mich mal auch erstmal ein bisschen reingraben will, und das, da habe ich meistens doch keine Lust zu, wenn ich sie nicht habe, und wenn ich sie dann habe, dann mal mit so einem Prozentwert, dann ist das schon interessant genug für mich, denn ich muss ja auch alle anderen Sachen noch ein bisschen im Auge behalten, ja. Ja, das mal drei neue Aktien, die ich heute vorstellen wollte, in aller Kürze. Und es gibt mit Sicherheit noch zu Global Medical nochmal ein Analysevideo, bevor jetzt die Saison losgeht, um mal zu gucken, wie sich das so mit Medical Properties vergleicht. Und da klingelt es jetzt. So, der DHL-Bote ist weg und das Video ist damit aber auch schon beendet. Drei neue Aktien im Depot und mal schauen, wie es weitergeht.